Science Fiction als Radiospiel. In dieser Heidelberger Sendereihe aus der Wissenschaftsredaktion werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet. Wie bereits angekündigt, verehrte Hörerinnen und Hörer, haben Sie, wie alljährlich im Sommerquartal, Gelegenheit, Wiederholungen aus dem Programm dieser Sendereihe zu verfolgen. Unser heutiges Angebot, ein Hörspiel der Saarbrücker Autorin Eva Maria Mudrich. Ein Spiel mit den Möglichkeiten direkter Kommunikation zwischen Menschen. Hören Sie mit Dagmar Altrichter als Jeanette Claude, Iris Erdmann als Marga Feldmann und Hermann Treusch als Konstantin Popov Abschied von Jeanette Claude. Marga stand auf und sah mich an. Konstantin kam auf mich zu, er streckte die Hand aus und berührte meinen Arm. Ich berührte ihren Arm. Marga sagte nichts. Ich dachte, jetzt gehen wir einfach fort. Wir gingen zur Tür hinaus, Konstantin und ich. Wir gingen den langen Flur entlang bis zur Treppe. Wir sahen uns nicht mehr um. Vielleicht, dachte ich, vielleicht wird es uns eines Tages gelingen, so zu leben, als hätte es nie eine Jeanette Claude gegeben. Ich erhielt die erste Nachricht am Nachmittag des 8. März. Am Nachmittag jenes 8. März saß ich mit meinen Freunden im Diskussionsraum. Die 12 Mitglieder unserer Wohngemeinschaft waren fast alle versammelt, nur Rosemarie fehlte. Sie arbeitete als Erzieherin in der Kinderstadt und hatte am Nachmittag Dienst. Es war der letzte Tag der ersten Denkphase über das Thema des Monats. Das Thema hieß die Anwendung des Atommodells auf die Gottesvorstellung. Genau wie wir saßen in dieser Stunde Millionen von Menschen in allen reformierten Ländern in den Diskussionsräumen ihrer Wohngemeinschaften und sprachen über das gleiche Thema. So, wie es nun schon seit 2 Jahrzehnten von der großen Gemeinschaft denkender Menschen praktiziert wurde. An diesem letzten Tag der ersten Denkphase hatte eine jede Wohngemeinschaft ein Resümee ihrer Gedanken zu erarbeiten, das dann in der zweiten Denkphase vom Kommunikationsgremium des Stadtbezirks weiter diskutiert werden sollte. Wir arbeiteten sehr konzentriert. Aber plötzlich wurden wir vom Klingeln des Postaufnahmegerätes unterbrochen. Ich hatte am Nachmittag jenes 8. März gerade den Kollegen vom Mittagsdienst abgelöst, als der Chefredakteur eine Konferenz einberief. Der Chef wirkte ungewöhnlich erregt. Er hatte Mühe, seine Stimme unter Kontrolle zu halten, als er uns mitteilte, dass soeben eine höchst beunruhigende Nachricht aus der Residenz Jeanette Claudes durchgegeben worden sei. Jeanette Claude war verschwunden. Am 6. März gegen 10.30 Uhr, so teilte das Pressereferat mit, habe Jeanette Claude die Residenz verlassen. Ein Sekretär war zufällig auf dem Parkdach, als Jeanette Claude mit einem Helikopter aufstieg. Seitdem sei sie nicht mehr gesehen worden. Dirk ging zum Postaufnahmegerät und holte den Brief, der soeben durchgeschrieben worden war. Der Brief war an mich adressiert. Er kam von Malcolm, dem Leiter der Versandabteilung, in der ich arbeitete. Malcolm schrieb, dass ich unverzüglich in die Fabrik kommen solle. Im kleinen Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes werde man mich erwarten. Die Redaktionskonferenz hatte mich beauftragt, den Kontakt mit der Residenz zu halten. Aber so oft ich dort auch nachfragte, es kam immer die gleiche Auskunft. Noch keine Nachricht von Jeanette Claude. Die Regierungen der reformierten Länder sind informiert. Alle Ordnungstruppen haben inzwischen die Suche aufgenommen. Sperrfrist für die Meldung 24 Uhr. Immer die gleiche Auskunft. Ich konnte nichts tun als warten. Warten, während die Gedanken um die Frage kreisten, wo ist Jeanette Claude? Noch wenige Tage zuvor hatte sie anlässlich der Einweihung eines Zentrums für philosophische Studien in Paris eine Rede gehalten, in der sie noch einmal den Standort des Menschen in unserem Jahrhundert bestimmte. War es Zufall, dass Jeanette Claude wenige Tage vor ihrem Verschwinden noch einmal Bilanz gezogen hatte? Einzelne Passagen dieser Rede hatte ich noch genau in Erinnerung. Aber plötzlich hatte ich das sichere Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Ich wusste genau, dass mir beim Anhören der Rede ein Satz aufgefallen war.
weil er mich an irgendetwas erinnerte. Aber dann hatte ich den flüchtigen Gedanken verdrängt. Jetzt beschloss ich, diese Rede noch einmal abzuhören und ließ mir das Band aus dem Archiv kommen. Der kleine Sitzungssaal war leer. Niemand erwartete mich, wie Malcolm es doch in seinem Brief angekündigt hatte. Ich schaltete das Licht ein. Ich weiß nicht, warum ich in diesem Moment an Jeanette Claude denken musste. Ich weiß es wirklich nicht. Die Rede fiel mir ein, die sie wenige Tage zuvor gehalten hatte. Es war eine merkwürdige Rede gewesen. Ich versuchte, mich zu erinnern, während ich hier auf Malcolm wartete. Ich bat einen Kollegen, meine Sprechverbindung zur Residenz zu übernehmen, setzte mich in einen Raum, in dem ich ungestört war, und ließ das Band mit Jeanette Claudes Rede laufen. Gespannt wartete ich auf die Stelle, an die ich mich jetzt einfach nicht mehr erinnern konnte, obwohl sie mir beim ersten Anhören in irgendeinem Zusammenhang aufgefallen war. Meine lieben Freunde, lasst mich die Gelegenheit benutzen, um noch einmal kurz Rückschau zu halten auf die vergangenen 30 Jahre, in denen die Menschheit sich auf ihre eigentliche Bestimmung besonnen hat. Das heißt, ich will nicht übertreiben, noch ist es nicht die Menschheit. Es sind nur die Menschen in den reformierten Ländern. Bis wir einmal die ganze Menschheit erreicht haben werden, steht uns noch viel Missionsarbeit bevor. 30 Jahre, eine Sekunde nur in der Geschichte. Und dennoch Zeit genug, um die Vorstellung, die der Mensch Jahrtausende von sich hatte, umzustoßen. Was war denn der Mensch vor unserer Reform? Lass es mich hart sagen. Er war ein Säugetier, das denken konnte. Bis auf wenige Ausnahmen benutzten die Menschen bis zum Beginn unseres Reformwerkes ihre Denkfähigkeit, um ihre animalischen Bedürfnisse zu befriedigen. Das eigene Wohlergehen und das ihrer Nachkommen waren für die meisten Menschen Ziel und Bestimmung eines ganzen Lebens. Selbst die Wissenschaft hatte selten nur die reine Erkenntnis zum Ziel, sondern das Umsetzen der Erkenntnis in den technischen Fortschritt. Allerdings, wir wollen nicht ungerecht sein. Ohne diesen technischen Fortschritt, den die Generationen vor uns erarbeitet haben, wäre es nicht möglich gewesen, die ideale menschliche Gesellschaft nach unseren Vorstellungen zu verwirklichen. Wir wissen heute, dass wir von der Schöpfung als denkende Wesen geschaffen wurden, deren Körper lediglich die Hülle für den Denkapparat sind. Wir haben das Denken als die einzige Aufgabe des Menschen erkannt und wir leben danach. Ja, liebe Freunde, wir leben danach, weil wir heute danach leben können. Wir dürfen nicht behaupten, dass unsere Vorfahren dieser Einsicht nicht fähig gewesen wären. Vielleicht entsprang dieses ständige verbissene Ringen um technischen Fortschritt sogar der unbewussten Einsicht, dass der Mensch zunächst einmal in den Stand gesetzt werden müsse, die animalischen Verhaltensweisen abzulegen. Bewusst war diese Einsicht wohl nicht, sonst hätte sich die Wissenschaft viel früher und ausschließlich darum bemüht, die Voraussetzungen zu schaffen, aufgrund deren ich vor 30 Jahren zusammen mit meinen Kampfgenossen das Reformwerk beginnen konnte. Denn solange es der Wissenschaft nicht möglich war, das künstlich befruchtete weibliche Ei in einem Uterus-Simulator zu entwickeln, musste der Mensch genau wie das Tier sein halbes Leben oder mehr der Pflege der Nachkommenschaft widmen. Vater- und Mutterinstinkt, die körperliche Partnerschaft, das Festhalten am Familienverband, alles das, was die Bürger der reformierten Länder in den vergangenen 30 Jahren überwunden haben, was wir ablehnen und wogegen wir uns wehren, alles das war vorher einfach notwendig, um die menschliche Art zu erhalten. Vergessen wir das nicht. Die Generationen vor uns haben die Vorarbeit geleistet, von denen wir jetzt profitieren. Dank ihrer Mühen können wir heute als denkende Wesen leben, die keinen Besitz brauchen und keinen Besitz anstreben. Denkende Wesen, die nur für wenige Stunden pro Tag einer beruflichen Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft nachgehen. Im Dienst der Gesellschaft, die sie dafür ernährt und kleidet und gesund erhält, die sie mit den technischen Hilfsmitteln ausstattet, die das Leben erleichtern und
ihnen so die Möglichkeit verschafft, in Ruhe zu lernen, Erkenntnisse zu sammeln, Erlerntes und Erkanntes zu verarbeiten, kurzum, ihre Denkfähigkeit vollauf zu nutzen. Und dennoch, liebe Freunde, so ideal uns unsere neue Gesellschaft auch erscheinen mag, vollkommen ist sie noch nicht. Denn vollkommen, das würde in der Gemeinschaft denkender Wesen bedeuten, vollkommenes gemeinsames Denken, vollkommene geistige Partnerschaft. Gewiss, wir arbeiten seit 2 Jahrzehnten daran, aus der Summe der Gedanken aller Menschen in der Gemeinschaft der reformierten Länder zu entscheidenden Erkenntnissen vorzudringen. In jedem Monat wird mit Hilfe der Erkenntnisse, der Meinungen und Gedanken von Millionen und Abermillionen Menschen die Antwort auf eine wesentliche Frage erarbeitet. Auch die Auswertung dieser unserer Denkphasen wären im Übrigen ja nicht möglich ohne die Computer, die unsere Vorfahren erfunden haben. Gewiss, diese länderweiten Denkphasen und viele andere Möglichkeiten des Gedankenaustausches nutzen wir. Gemeinsames Denken aber, vollkommenes gemeinsames Denken und damit die vollkommene geistige Partnerschaft zwischen den Menschen, das haben wir noch nicht erreicht. Hier gilt es, einen neuen Weg zu finden, und ich hoffe, meine lieben Freunde, dass es mir noch vergönnt ist, euch diesen Weg zu zeigen. Vielleicht schon in naher Zukunft. Das war es. Der Satz, auf den ich gewartet hatte. Gemeinsames Denken aber. Vollkommenes gemeinsames Denken und damit die vollkommene geistige Partnerschaft zwischen den Menschen. Das haben wir noch nicht erreicht. Hier gilt es, einen neuen Weg zu finden. Und ich hoffe, meine lieben Freunde, dass es mir noch vergönnt ist, euch diesen Weg zu zeigen. Vielleicht schon in naher Zukunft. Jetzt wusste ich, woran mich diese Passage aus Jeanette Claudes Rede erinnert hatte. Vollkommenes gemeinsames Denken. Genau die gleichen Worte hatte Karel Weniger gebraucht, als er mir vor Jahren erklärte, welche Möglichkeiten seine Erfindung den Menschen eröffnen könnte. Karel Weniger. Eine halbe Stunde lang saß ich in dem kleinen Sitzungssaal und wartete auf Malcolm. Es war still. So still, dass ich zusammenfuhr, als plötzlich das knackende Geräusch ertönte, mit dem sich der Informationsgeber einschaltete. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich erfasste, dass die Leuchtschrift auf der Wand mein Name war. Marga Feldmann. Marga Feldmann. Langsam rollte die Schrift weiter. Marga Feldmann, fahren Sie sofort in den Außenbezirk B15, Heliocopter Terminal Haupteingang. 3-mal wiederholte der Informationsgeber diese Nachricht, dann schaltete er sich ab. 2 Minuten später saß ich in einem Kabinentaxi und schwebte über die Dächer der Stadt. Es war eine sanfte Fahrt. Und trotzdem, ich wusste nicht warum, aber ich hatte plötzlich Angst. Ich hatte Karel Weniger seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Damals wohnten wir zusammen in einer Wohngemeinschaft in Nordhaven. Nächtelang diskutierten wir damals über seine neue Erfindung, an der er arbeitete. Er war ein Einzelgänger, dieser Karel Weniger. Er weigerte sich, mit anderen Wissenschaftlern zu korrespondieren. Er wollte allein mit seinem Problem fertig werden. Ich wusste nicht, ob Karel Weniger noch immer in Nordhaven lebte, aber ich vermutete es, denn er liebte das Meer. Auch hierin unterschied sich Karel von uns. Er war ein Naturschwärmer, ein Romantiker. Er brachte es fertig, stundenlang allein auf den Klippen am kleinen Fjord westlich von Nordhaven herumzuklettern. Er passte einfach nicht in die Jeanette-Claude-Epoche. Und ausgerechnet er arbeitete an einer Erfindung, die das Herzstück dieser Epoche werden sollte. So jedenfalls glaubte Karel damals. Eine Erfindung, die die vollkommene geistige Partnerschaft zwischen den Menschen ermöglichen sollte. Jeanette-Claude war verschwunden. Niemand wusste, wohin sie geflogen war. Aber wenige Tage vor diesem Abflug zu einem unbekannten Ziel hatte sie ihren Mitbürgern prophezeit, dass sie ihnen bald schon, vielleicht schon in naher Zukunft, den Weg zur vollkommenen geistigen Partnerschaft aufzeigen könnte. Ich wählte die Auskunft von Nordhaven und bat um die Telefonnummer von Karel Weniger. Aber während ich auf die Verbindung wartete, begannen meine Gedanken zu rotieren.
Ich musste mich zwingen, die Verbindung nicht einfach abzubrechen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte plötzlich Angst. Ich wusste nicht warum, aber ich hatte plötzlich Angst. Heliocopter-Terminal, Außenbezirk B15. Zu den Linienflügen 207 bis 203. Sie sind Marga Feldmann. Ja, man hat mich hierher bestellt. Ich habe den Auftrag, Sie zu einem Treffpunkt zu bringen. Dort drüben steht mein Auto. Kommen Sie bitte, wir haben es eilig. Aber wohin wollen Sie mich bringen? Ich möchte Ihnen übrigens danken dafür, dass Sie gekommen sind. Wohin fahren wir? Sie haben doch den Brief Ihres Abteilungsleiters bekommen. Er schrieb aber, dass er mich im Sitzungssaal erwarten würde. Und dann kam plötzlich... Ja, ich weiß. Bitte, kommen Sie jetzt. Die Pläne haben sich geändert. Welche Pläne? Warum ist denn Malcolm nicht selbst gekommen? Sie werden gleich alles erfahren. Warum sagen Sie mir denn nicht, was passiert ist, wenn ich es ohnehin gleich erfahren soll? Schließlich gibt es in einer Textilfabrik doch keine Staatsgeheimnisse. Nein, in einer Textilfabrik nicht. Ich wusste nicht warum, aber plötzlich hatte ich Angst. Verbindung Karel Weniger. Wohngemeinschaft C-334. Nordhafen. Verbindung Karel Weniger. Wohngemeinschaft C-334, Nordhafen. Wohngemeinschaft C-334, wen möchten Sie sprechen? Bitte, kann ich Karl Weniger sprechen? Tut mir leid, Karel ist nicht hier. Wo kann ich ihn erreichen? Im Labor? Nein, Karel hat vor 3 Tagen Urlaub genommen. Urlaub? Ach so. Dann ist er also in einem Meditationszentrum. So könnte man es nennen. Kennen Sie Karel? Ich habe vor 3 Jahren in eurer Wohngemeinschaft gelebt. Ich bin Konstantin Popov. Ah ja, ich habe von Ihnen gehört. Aber ich bin erst 2 Jahre hier. Sagen Sie, wenn Karel in einem Meditationszentrum ist... Na, dann hat sich mein Anruf erledigt, aber... Vor 3 Tagen, sagten Sie? Ja, vor 3 Tagen. Im Übrigen ist unser Freund Karel aber sicher wieder in seinem privaten Meditationszentrum. Wieso seinem privaten Meditationszentrum? Ich denke, Sie kennen Karel. Ach, das heißt, die Hütte hat er wohl erst nach Ihrer Zeit gebaut. Davon wissen Sie wohl nichts. Eine Hütte? Eine Hütte. Ja, er ist doch das letzte Überbleibsel aus den vergangenen Jahrhunderten, unser Karel. Er wollte, was kein Mensch heute mehr haben will, eine Hütte für sich allein. Ganz wie zu Urgroßvaters Zeiten. Und diese Hütte hat er sogar eigenhändig gebaut. Wie finden Sie das? Wo ist diese Hütte? Das wissen wir auch nicht so genau. Wir lassen ihm doch seine Marotten. Ich glaube, irgendwo am kleinen Fjord... Wenn Sie mal hier in Nordhafen gelebt haben, dann kennen Sie doch sicher noch diese Bucht mit den Klippen, die Sie hier den kleinen Fjord nennen. Danke. Vielen Dank. Der Mann, den mir Malcolm geschickt hatte, ließ mich in sein Auto einsteigen. Dann fuhren wir ab. Die Straße führte direkt zum kleinen Fjord. Ich nahm den zunächst stehenden Heliocopter und startete. Zum 100. Mal rief ich mir in Erinnerung, was Karel damals von seiner Erfindung gesagt hatte. Zum 100. Mal hörte ich ihn sagen... Erst der Versuch wird zeigen, ob du darüber wahnsinnig wirst oder ein kleiner Gott. Wir hielten in einer breiten Senke zwischen den Felsen. Wir gingen über einen schmalen Pfad, dann standen wir vor der Hütte. Der Mann machte die Tür auf und ließ mich eintreten. Auf einer Bank vor einem rohen Holztisch saß Jeanette Claude. Sie sind Marga Feldmann. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Jeanette Claude? Ich muss mich zuerst und vor allem entschuldigen dafür, dass der Doktor und ich Sie mit falschen Informationen hierher gelockt haben. Ich bekam doch einen Brief von meinem Abteilungsleiter. Von einem gewissen Malcolm, ja, ich weiß. Das war nicht schwer, vom Datenspeicher der Einwohnermeldezentrale von Nordhafen zu erfahren, in welchem Betrieb Sie arbeiten und wer Ihr Abteilungsleiter ist. Aber warum? Ich verstehe das alles nicht. Es schien uns die beste Möglichkeit, Sie zu einem Treffen mit uns zu veranlassen, ohne dass irgendjemand davon erfahren würde. Wie ich schon sagte, ich bitte Sie um Verzeihung. Ich glaube, Sie werden mich verstehen, wenn ich Ihnen alles erklärt habe. Woher kennen Sie mich, Jeanette Claude? Mich? Sie können mich doch nicht kennen. Bitte, bitte, fragen Sie nicht zu viel. Es tut mir leid, aber wir haben nicht viel Zeit. Man wird inzwischen überall nach Jeanette Claude suchen. Wer sind Sie, Doktor? Ich muss fragen. Ich habe ein Recht zu fragen. Natürlich haben Sie ein Recht zu fragen. Und doch ist es vielleicht besser, wenn Sie den Namen des Doktors nicht kennen. Es ist im Bereich des Möglichen, dass unser Versuch misslingt. Und wenn Sie den Namen des Doktors nicht kennen, dann würden Sie in einem solchen Fall auch nicht in die Versuchung kommen, den Doktor öffentlich für etwas verantwortlich zu machen, was nur ich alleine zu verantworten habe. Was haben Sie vor? Was geschieht hier? Und ich? Warum haben Sie mich hierher geholt? Für den Versuch, den wir jetzt machen wollen.
braucht Jeanette Claude einen Partner, der ihr vollkommen unbekannt ist. Einen Menschen, dessen Gedanken ihr nicht schon durch Gespräche vertraut sind. Wir suchten eine Person, die von normaler Intelligenz ist, die einen Beruf ausübt, der nicht so spezialisiert ist, dass die Denkvorgänge dieser Person für Jeanette Claude unverständlich sein können. Diese Person sollte überdies in Nordhafen wohnen, um die Schwierigkeiten, sie hierher zu bringen, nicht noch zu vergrößern. Aus der Fülle der Personen, die uns der Datenspeicher angeboten hat, haben wir sie ausgewählt. Marga Feldmann. Ein Zufall. Ein Zufall. Was wollen Sie von mir, Jeanette Claude? Haben Sie Jeanette Claudes letzte Rede gehört? Ja, natürlich. Erinnern Sie sich an den Satz, in dem Jeanette Claude der Hoffnung Ausdruck gab, dass sie uns allen bald schon den Weg zu einer vollkommenen geistigen Partnerschaft zwischen den Menschen bezeigen können? Ich erinnere mich. Wir sind soweit. Sie, Marga Feldmann, sollen Jeanette Claudes Partner sein bei einem Versuch, der... Sagen Sie es doch mit den einfachen Worten, mit denen Sie es mir erklärt haben, Doktor. Schauen Sie. Sie wissen, dass unser Gehirn von den Sinnesorganen des Körpers elektrische Impulse empfängt. Diese Impulse werden im Gehirn sozusagen übersetzt in Bilder, Laute, Gerüche, Empfindungen. Diese Übersetzung erfolgt durch einen chemischen Prozess. Und ein solcher chemischer Prozess ist es auch, wie wir heute wissen, der das Denken steuert und die Erinnerungen festhält. Wir wissen heute auch, dass das Gehirn alle Ergebnisse dieser chemischen Prozesse in Form von elektromagnetischen Schwingungen wieder nach außen abgibt. Es sind Schwingungen, deren Frequenz und Wellenlänge nur für diese Gehirnstrahlen typisch sind. Jedenfalls, soweit wir es bisher wissen. Sie kennen das Phänomen der Telepathie. Dieser Vorgang, bei dem eine Person die von einer anderen Person ausgesendeten Gedanken oder Bilder empfangen kann, war eigentlich immer schon ein Beweis dafür, dass das Gehirn seine Produktionen an die Atmosphäre abgibt. Aber erst heute kennen wir die elektromagnetischen Schwingungen, mit deren Hilfe ein Gehirn fertige Gedanken, Bilder und Gefühle ausstrahlt. Sendet, könnte man auch sagen. Meine Erfindung nun, mein Gott, das ist so schwer zu erklären, wir haben so wenig Zeit. Ich bin überzeugt, dass inzwischen alle Ordnungstruppen unterwegs sind, um sie zu suchen, Jeanette Claude. Hier werden Sie mich so schnell nicht finden. Also, Marga, die Anlage, die der Doktor erfunden hat, bündelt alle Gedanken, Bilder, Gefühle und Erinnerungen, die ein Gehirn in einem Augenblick ausstrahlt, und leitet sie direkt in das Gehirn eines anderen Menschen. Das heißt also, ein Mensch kann gleichzeitig mit seinen eigenen Augen sehen und mit denen eines anderen. Er kann mit den eigenen Ohren und mit denen eines anderen zugleich hören. Und er kann gleichzeitig mit den eigenen Gedanken die Gedanken eines anderen Menschen mitdenken. Die vollkommene geistige Partnerschaft. Das vollkommene gemeinsame Denken. Ja. Und ich? Ausgerechnet ich? Nein, nein, nein. Es wird noch nicht gleich geschehen, wie Sie es sich jetzt vorstellen. Unsere Gehirne werden für den ersten Versuch so zueinander geschaltet sein, dass nur ich Ihre Gedanken mitdenke. Sehe, was Sie sehen, höre, was Sie hören. Später dann wird man den Versuch auf zwei Personen oder auch auf größere Gruppen ausdehnen können, aber erst später. Jeanette Claude will Sie nicht gefährden. Ach, lassen Sie das jetzt, Doktor. Wir haben 2 Tage verloren, bis Sie Ihre Versuchsanordnung in diesem Sinne geändert haben. In Ihrem Sinne, Jeanette Claude. Ich wollte nicht... Sie dachten, Jeanette Claude würde 2 x-beliebige Mitbürger auswählen, die als erste Menschen in der Geschichte das Erlebnis einer vollkommenen geistigen Partnerschaft haben dürfen. Nein, nein, Doktor. Das ist meine Sache. Sie wollen mich nicht gefährden, Jeanette Claude. Und Sie... Sind Sie da nicht auch gefährdet? Ich habe ihr gesagt, dass es 2 Möglichkeiten gibt. Fangen Sie an, Doktor. Fangen Sie endlich an mit dem Versuch. Ich will nicht. Ich weigere mich. Wenn ich auch nicht weiß, was passieren könnte, wenn... Aber ich will nicht mitschuld sein, wenn Jeanette Claude... Marga, ich bin eine alte Frau. Als der Doktor mich vor kurzem über seine Erfindung informierte, wusste ich, dass sich mir hier die große und einmalige und vielleicht letzte Chance bietet, mein Lebenswerk noch selbst zu Ende zu bringen. Schenken Sie mir 1 Stunde. Die Gedanken 1 Stunde mal. Bitte. Die letzten Häuser von Nordhafen lagen hinter mir. Unten strich der Wald vorbei. Das Ödland vor den Klippen des kleinen Fjords schien vollkommen menschenleer. Kein Licht, in welcher Richtung ich mich auch umsah. Ich zog die Maschine so tief, dass meine Positionslichter die Landschaft unter mir anstrahlten. Und endlich, ich weiß nicht, wie lange die Suche gedauert hatte, endlich entdeckte ich ein Auto, das in einer breiten Senke zwischen Geröllhalden abgestellt war. Der Doktor legte einen mit vielen kurzen Antennen gespickten Metallring um Jeanette Claudes Stirn. Jeanette Claude und ich saßen nebeneinander auf der Bank. Vor uns auf dem Tisch stand das Schaltgerät. Es sah ganz unscheinbar aus. An dem Gerät hingen mehrere Drähte, deren Enden mit kleinen würfelförmigen Gebilden verbunden waren.
Der Doktor setzte diese Würfel an meinem Kopf auf, an der Stirn, im Nacken. Die Würfel hafteten so fest, dass ich das Gefühl hatte, als saugten sie sich in mich hinein. Jeanette Claude sah mich nicht an. Sie hatte die Hände auf den Schoß gelegt. Ihre Hände waren ganz ruhig. Es war ein schwieriges Landemanöver, aber es gelang mir, in der Mitte der Mulde direkt neben dem Auto aufzusetzen. Jetzt erst sah ich, dass die Erhebung, die ich beim Anflug für einen Felsen gehalten hatte, ein mit einer Plane verdeckter Helikopter war. Der Mond schien jetzt ein wenig. Ich fand den schmalen Pfad zwischen dem Geröll und ich fand die Hütte. Später habe ich oft gedacht, wie wohl mein Leben verlaufen wäre, wenn ich zurückgegangen wäre damals. Der Doktor sah uns an und nickte. Seine Vorbereitungen waren beendet. Jeanette Claude hob die Hand. Gleich, dachte ich, gleich wird der Doktor den Apparat einschalten. Aber dann plötzlich... Karel! 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 Mein Gott. Mach auf, bitte, Karel! Wer kann das sein, Doktor? Wer kennt diese Hütte? Ich denke... Niemand. Ich habe noch niemals jemanden hierher gebracht. Karel! Wo ist Jeanette Claude? Sie haben uns gefunden. Karel! Karel, wo ist Jeanette Claude? Öffnen Sie, Doktor. Konstantin. Puh. Ja, ich. Bist du allein? Ja. Dann komm. Jeanette Claude, es stimmt also. Wer ist dieser junge Mann, Doktor? Konstantin Popov. Er hat bis vor ein paar Jahren mit mir in einer Wohngemeinschaft gelebt. Ist der Versuch schon gelaufen? Woher wissen Sie von diesem Versuch? Ich habe ihm damals von meiner Erfindung erzählt. Damals, als alles noch am Anfang war. Später habe ich mit niemandem mehr... Damals? Vor Jahren? Aber wieso kommt er jetzt in diesem Augenblick? Ich habe Ihre Rede gehört, Jeanette Claude. Und als dann die Nachricht kam, dass Sie mit unbekanntem Ziel verreist sind... Wen haben Sie über Ihre Vermutungen informiert? Niemanden. Niemand weiß, wohin ich geflogen bin. Ich hatte so gehofft, noch rechtzeitig zu kommen. Bitte sagen Sie mir, was ist mit dem Versuch? Ist er geglückt? In diesem Augenblick wollten wir anfangen. Dann weißt du also noch nicht, wie es ausgehen wird? Nein. Fangen Sie an, Doktor. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Nein. Nicht mit Ihnen, Jeanette Claude. Sie wissen ja nicht, was... Ich weiß alles. Ich habe Jeanette Claude gesagt, dass niemand voraussagen kann, wie ein menschliches Gehirn reagiert, wenn es die Eindrücke eines fremden Gehirns zusammen mit denen seines eigenen Gehirns verarbeiten muss. Entweder du musst darüber wahnsinnig werden oder ein kleiner Gott. Das hast du doch damals gesagt, Karin. Schalten Sie den Apparat ein, Doktor. Ich möchte jetzt keine Sekunde mehr verlieren. 30 Jahre lang habe ich für die Idee gelebt, dass der Mensch ein denkendes Wesen ist und dass die Gemeinschaft dieser Menschen sich nur in gemeinsamem Denken vervollkommnen kann. Aber Jeanette... Bis heute stand uns für den Gedankenaustausch nur das gesprochene und geschriebene Wort zur Verfügung. Und dieses Wenn der Versuch gelingt, haben wir ab morgen die Möglichkeit einer vollkommenen, absolut vollkommenen geistigen Vereinigung. Und dieses junge Mädchen? Wenn der Versuch misslingt, Jeanette Claude? Auf Jeanette Claudes Wunsch verläuft dieser erste Versuch einspurig. Das heißt, nur sie empfängt die Gehirnstrahlen... Halten Sie uns nicht länger auf, Doktor. Marga, sind Sie bereit? Ja. Dann lassen Sie uns die Augen schließen. Warum? Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu viel wird auf einmal. Ich möchte nicht gleich mehr Ihren Augen sehen. Ich möchte zuerst nur Ihre Gedanken mitdenken. Bitte. Schließen Sie die Augen. Wir fangen an. Nein, nicht. Noch nicht. Wartet doch. Lass uns jetzt, Konstantin, bitte. Der Versuch beginnt. Schalte den Apparat ein. Denken Sie zuerst sozusagen als Einübung an einen ganz alltäglichen Vorgang. Denken Sie den Satz, morgen gehe ich in den Garten. Morgen gehe ich in den Garten. Aber nein, Marga, unser Stichwort heißt morgen gehe ich in den Garten. Ja, morgen gehe ich in den Garten. Aber warum? Das ist doch kein Garten. Sie denken an... was ist das? Kleinen Garten hinter dem Haus, in dem wir im Sommer immer sitzen. Nein, das ist ein Park. Und Sie sind ganz klein, Marga. Sie hocken vor einer Frau, die auf einer Bank sitzt. Die Frau schiebt Ihnen
Apfelsinscheibe in den Mund. Das war kein Park. Es war der Spielplatz in der Kinderstadt. Ich weiß auch nicht, warum mir das plötzlich einfällt. Ich denke doch nur, morgen gehe ich in den Garten. In den Garten hinter unserem Haus. Sie sitzen an einem Tisch und malen einen Baum. Einen braunen Baum. Morgen gehe ich in den Garten. Sie haben Angst vor einem Gewitter. Jetzt haben Sie Angst vor einem Gewitter. Sie denken, Garten. In Ihrem Kopf hämmert das Wort Garten. Garten. Unser kleiner Garten hinter dem Haus. Aber das ist kein Garten, an den Sie denken. Jedenfalls kein Garten, wie die Gärten sind, die ich kenne. Bitte sagen Sie ein anderes Stichwort, Doktor. Etwas anderes. Warum sind Sie so verwirrt? Wir hatten das doch einkalkuliert. Es war klar, dass jeder Begriff aus dem täglichen Leben, sei es nun Garten oder Haus oder Apfel oder Auto, bei jedem Menschen von einer Fülle von Erinnerungen überwuchert ist. Dass sich ungezählte Assoziationen einschalten, wenn man diese Wörter denkt oder ausspricht. Ja, natürlich. Ich war darauf vorbereitet. Aber dass man einander so fremd ist, wenn man ein einfaches Wort sagt. Lassen wir es gut sein. Geben Sie ein anderes Stichwort, Doktor. Ich gebe ein anderes Stichwort. Denken Sie an... Einen Augenblick. Marga! Wer ist das? Diese Gestalt, die Sie jetzt so deutlich vor Augen haben, wer ist das? An wen erinnern Sie sich? Es ist keine Erinnerung. Ich sehe den... Nein! Den Doktor. Das ist... Ich habe die Augen geöffnet. Ich sehe den Doktor. Den Doktor? Bitte, öffnen Sie doch die Augen. Sehen Sie ihn doch an. Was Sie sehen, Marga, ist für mich ein fremdes Gesicht. Ist das überhaupt ein Gesicht? Mein Gott, Doktor, so sagen Sie es ihr doch. Sagen Sie doch, dass ich Sie ansehe. Das ist eine andere Gestalt. Das ist alles anders. Der Raum hier, die Hütte, in der wir sind, Marga. Ich sehe die Tür, die Wände, das Fenster. Aber so wie ich es noch nie gesehen habe, so groß. Die Wände dehnen sich, sie bewegen sich. Bitte schließen Sie die Augen, Marga, ich kann das nicht ertragen. Sie sieht die gleichen Dinge an wie ich, Doktor, aber das sind andere Dinge. Die Augen der Menschen sind verschieden. Jedes Auge ist anders geschaffen, winzige Unterschiede nur. Aber sie bewirken, dass das Auge die Reize auf eine nur ihm eigene Weise empfängt. Und die Gehirne verarbeiten die verschieden gearteten Reize zu verschiedenen Bildern. Warum haben Sie mich nicht darauf vorbereitet, wenn Sie das doch wussten? Ich wusste es nicht. Ich ahnte es nur. Niemand konnte es wissen vorher. Erst dieser Versuch konnte es beweisen. Zwei Menschen sehen also die gleichen Dinge, sprechen von den gleichen Dingen. Sie sagen, das ist groß, das ist klein, das ist schwarz, das ist rot. Sie meinen das Gleiche und jeder sieht es doch anders. Hat denn jeder Mensch eine andere Wirklichkeit? Mark! Schließen Sie die Augen! Mark! Aber wir sehen doch das Gleiche. Es muss doch das Gleiche sein. Schließen Sie die Augen, bitte. Ja. Und machen Sie bitte nicht noch einmal den Versuch, mich anzusehen. Bitte nicht. Karl, schalt den Apparat ab. Gib den Versuch auf. Nein. Wir führen den Versuch zu Ende. Machen Sie weiter, Doktor. Wir beginnen von neuem. Das nächste Stichwort. Bitte. Konzentrieren Sie sich jetzt auf das Verhältnis zwischen Vernunft und Willen. Denken Sie einfach darüber nach, so als hätten Sie die Aufgabe, sich auf eine Diskussion über dieses Thema vorzubereiten. Das Verhältnis zwischen Vernunft und Willen. Definieren Sie die Begriffe und suchen Sie nach Bezugspunkten. Es ist eine einfache Denkaufgabe. Ich glaube, ich könnte mich besser konzentrieren, wenn ich meine Gedanken aussprechen würde. Bitte? Tun Sie es. Einen kleinen Augenblick, bitte. Vernunft. Vernunft und Wille. Vernunft ist der Wille zu einem logischen Zusammenhang. Der Wille... Langsam. Definieren Sie noch präziser. Vernunft ist die Verbindung des Wissens und der Erfahrung. Vernunft... Lassen Sie sich Zeit. Karl,
Karel, du musst den Apparat abschalten. Siehst du denn nicht? Was haben Sie, Jeanette Claude? Jeanette Claude! Ich versuche es zu begreifen. Was redet sie denn? Wovon redet sie? Ich verstehe es nicht. Vernunft. Es ist Ihre Definition von Vernunft. Nein. Das ist irgendetwas, was ich nicht verstehe. Doktor, was haben Sie mit meinem Kopf gemacht? Marga definiert den Begriff Vernunft genauso, wie ich ihn definieren würde. Aber das, was sie dabei denkt, das verstehe ich nicht. Das ist fremd. Das ist so ungeheuerlich fremd. Hör doch auf, Karel. Sie erträgt es nein, nicht. Nein, wir machen weiter. Es war vielleicht zu schwierig, das ist alles. Es war einfach zu schwierig. Ich gebe ein anderes Stichwort. Aber beeilen Sie sich, Doktor. Beeilen Sie sich. Diese fremden Gedanken stürzen über mich hier. Und nichts passt zusammen. Nichts, gar nichts. Dann denken Sie jetzt über einen Satz nach, an dem es nichts zu deuten gibt. Denken Sie über den einfachen Satz nach. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Das Recht zu leben. Das Recht auf Freiheit. Das Recht auf eine eigene Meinung. Sprechen Sie weiter, Marga. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Beruf auszuwählen. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Wohnort zu wählen. Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz durch das Gesetz. Jeder Mensch... Weiter. Weiter. Geben Sie sich keine Mühe, Doktor. Es geht nicht. Aber warum? Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Es ist doch ein so klarer Satz, Jeanette Claude. Sie können doch nichts anderes dabei denken als ich. Geben Sie ein anderes Stichwort, Doktor. Es muss etwas Gemeinsames geben. Nein. Es muss doch etwas Gemeinsames geben. Nein, wenn der Versuch einen Sinn haben soll, müssen Sie sagen, was Margas Gehirn ausgestrahlt hat, während sie den Satz sagte, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Das Recht zu leben, das Recht auf Freiheit, das Recht? Ja, Worte. Diese Worte hat sie gedacht. Und Sie, Jeanette Claude? Ja, ich auch. Ich habe auch diese Worte gedacht. Aber? Weiter reicht meine Sprache nicht aus. Wie meinen Sie das? Wie soll ich das verstehen? Schalt doch den Apparat aus, Karel. Mach doch Schluss! Unsere Sprache reicht nicht aus, das zu erklären. Margas Worte und meine Worte. Sie haben verschiedene Inhalte. Sie sagt das Gleiche wie ich, aber alles, was ich sage, das, was hinter Ihren Worten verborgen ist, das... kommt aus einer anderen Welt, aus einer Welt, die ich mit meinen Worten nicht beschreiben kann. Verstehen Sie, dass ich... Jeanette Claude, ich denke doch, wie jeder Mensch denkt, wie ich es gelernt habe. Ihre Gedanken, Jeanette Claude. Wir denken doch alle, was wir von Ihnen gelernt haben. Dann tun Sie das doch! Denken Sie an die Gemeinschaft denkender Wesen. Denken Sie an unsere neue Gesellschaft. Die neue Gesellschaft ist auf dem gemeinsamen Bestreben aller denkenden Wesen begründet, dem Menschen ein Leben zu ermöglichen, wie es ihm von der Schöpfung zugedacht ist. Ein jedes Mitglied der neuen Gesellschaft soll nach der Bestimmung leben. Nein, bitte hören Sie auf, Mann. Ich ertrinke in diesen fremden Vorstellungen, diesen fremden Wünschen. Aber ich denke doch, was ich sage. Was ist falsch daran? Es sind doch Ihre Worte, Jeanette Claude. Ich muss es begreifen. Die Bestimmung des Menschen ist es, seine Denkfähigkeit bis an die Grenzen des Möglichen auszunutzen. Die geistige Partnerschaft ist die ideale Form des menschlichen Zusammenlebens. Es sind Ihre Worte, Jeanette Claude. Aga? Ja? Wer ist Jeanette Claude? Schalt den Apparat aus, Karel! Tu ihr das nicht an! Ich habe den Apparat ausgeschaltet. Versuch es zu Ende. Jeanette Claude? Jeanette Claude? Jeanette Claude? Der Versuch ist beendet. Danke Ihnen für Ihre Mühe, Doktor. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe, Marga. Das ist es also. Es war falsch,
Gemeinschaft denkender Wesen. Wir sind allein. Jeder ist allein. Die Worte, die Sprache. Nein. Wir können einander niemals verstehen. Niemals so, wie ich es wollte. Es war alles falsch. Niemand von uns sagte etwas. Was hätten wir auch sagen sollen? Worte. Worte. Jeanette Claude ging zur Tür. Sie öffnete die Tür, stand einen Augenblick still, hielt sich am Türrahmen fest, dann ging sie hinaus. Sie ging den Pfad hinunter durch das Geröll. Einmal stolperte sie. Dann stand sie wieder auf und ging weiter. Wir hätten sie nicht allein lassen dürfen. Wir hätten ihr nachgehen sollen. Aber ich war unfähig, mich zu rühren. Schweigend standen wir vor der Tür der Hütte, Marga, Karl und ich. Im blassen Licht des Mondes sahen wir, wie Jeanette Claude auf ihren Helikopter zuging. Sie kletterte hinein. Die Automatik rollte die Plane zusammen. Wir hörten, wie die Maschine startete. Sie hob vom Boden ab, schraubte sich hoch, entfernte sich, war in ein paar Sekunden schon über dem Wald, zog immer höher, immer höher. Dann plötzlich schwankte sie, kippte vornüber und fiel senkrecht zur Erde. Noch ehe die Maschine aufprallte, rannte Konstantin los. Er stürzte quer über den steinigen Ödlandstreifen, erreichte die Autostraße und verschwand im Wald. Der Doktor hatte die Hände vors Gesicht geschlagen. Er stand ganz still, ganz gerade. Ich ging weg, ohne noch etwas zu ihm zu sagen. Ich ging die Straße entlang zurück nach Nordhafen, zurück nach Hause. Es war ein langer Weg. Als ich das Wrack des Helikopters endlich erreichte, waren die Unfallwagen und die Ordnungstruppen schon am Ort. Die Nachricht von Jeanette Claudes Tod ging in diesem Augenblick schon rund um den ganzen Erdball. Niemand wird jemals wissen, ob Jeanette Claude einen Schwächeanfall erlitten hat oder ob sie den Tod suchte. Aber ich war der einzige Journalist, der wusste, was Jeanette Claude vor ihrem Tod erlebt hatte. Ich bat einen der Umstehenden, mir sein Autotelefon zur Verfügung zu stellen und gab meinen Bericht an die Redaktion durch. Ein Passant nahm mich dann mit nach Nordhafen. Von dort aus flog ich mit einem Linienflugzeug zurück. Ich war sehr müde. Es war spät in der Nacht, als ich nach Hause kam. Meine Freunde waren alle noch auf. Sie saßen im Fernsehraum. Auf dem Bildschirm sah man gerade Aufnahmen des verunglückten Helikopters. Dirk stand auf und brachte mir ein Glas Tee. Du siehst ja furchtbar schlecht aus, Marga. Jeanette Claude. Natürlich, wir wissen es ja. Wo hast du die Nachricht gehört? In der Fabrik? Komm, trink einen Schluck Tee. Du siehst wirklich mitgenommen aus. Ich muss euch etwas sagen. Ja? Jeanette Claude. Marga, jetzt beruhige dich erstmal. Wir sprechen schon die ganze Zeit darüber. Und wir sind übereingekommen, dass es einfach falsch wäre, sich jetzt gehen zu lassen. Klagen und trauern, das ist doch nicht in ihrem Sinne. Schließlich haben wir doch alle unsere Lektion von ihr gelernt. Man soll jede Situation, gleich welcher Art, sachlich und logisch durchdenken. Kannst du dir vorstellen, dass ich Jeanette Claude beim Tod irgendeines Menschen ihren Gefühlen überlassen hätte? Aber Jeanette Claude... Was willst du denn sagen? Sie ist tot, ja. Und das ist furchtbar für uns alle. Aber es ist doch nur ihr Körper tot. Nicht ihre Gedanken. Ihre Gedanken leben doch noch mit uns. Was wären wir denn ohne ihre Gedanken? Ohne ihre Ideen? Jetzt reiß dich doch zusammen, Marga. Du weißt doch, wie ich es meine. Weißt doch, was ich sagen will. Wir haben uns doch so oft über all das unterhalten. Über den Tod und... Marga, sag doch was. Du wolltest uns doch etwas sagen, Marga. Marga, du musst doch mit uns reden. Du kannst doch nicht einfach... Du wirst doch nicht einfach wieder weggehen. Ich fuhr vom Flughafen aus direkt in die Redaktion. Der Chef ließ mich sofort zu sich kommen. Er schloss die Tür hinter mir zu und warf den Satzabzug meines Berichts auf den Schreibtisch. Was soll das, Konstantin? Was hast du dir dabei gedacht? Ich hatte dir doch ausrichten lassen, dass ich einer wichtigen Information nachgehen müsse. Ich habe Jeanette Claude gefunden.
Es war erst nur eine Vermutung, weißt du? Ich erinnerte mich plötzlich... Hör doch auf, du hast doch nicht im Ernst angenommen, dass wir diesen Bericht veröffentlichen. Ich habe natürlich damit gerechnet, dass ihr es euch reiflich überlegen würdet. Schließlich ist das Ergebnis des Versuches... Tja, wie soll man es nennen? Es ist einfach vernichtend. Aber willst du es verheimlichen? Stillschweigen, einfach so tun, als wüssten wir von nichts. Konstantin, begreifst du nicht? Wir glauben dir kein Wort. Wir glauben diesen Bericht einfach nicht. Ihr glaubt mir nicht. Aber ich habe es doch erlebt. Ich war doch dabei. Unser Helikopter steht ja noch vor der Hütte. Du kannst ja mitkommen, wenn ich ihn hole. Ich war nur zu fertig, um ihn zurückzufliegen. Dein Helikopter für irgendeine Hütte ist gar kein Beweis. Ich könnte dir vielleicht noch glauben, dass dieser Karl weniger seine Erfindung gemacht hat. Obwohl es in unserer Gesellschaft ja nicht üblich ist, dass Forschungsobjekte geheim gehalten werden. Ich könnte dir sogar glauben, dass Jeanette Claude sich in einem solchen Fall einem Selbstversuch unterzogen hätte. Sie hat es ja doch getan. Und das Ergebnis? Das, was du über das Ergebnis dieses Versuchs schreibst, ist der Beweis dafür, dass alles erlogen und erfunden ist. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber sicher ist eins, Konstantin. An deinem Bericht stimmt nicht ein Wort. Du glaubst mir nicht. Wir sollen glauben, dass die Menschen seit Erfindung der Sprache sich niemals wirklich miteinander haben verständigen können, weil sich in jedem Kopf etwas anderes abspielt, während man die gleichen Worte sagt? Das sollen wir glauben? Unsere Sprache ist, ja, ist ebenso eine Art Code. Es sind Chiffren, mit denen wir uns etwas mitteilen. Aber was in unseren Köpfen vorgeht, während wir miteinander reden. Jeanette Claude hat gesagt, dass es dafür in unserer Sprache einfach keine Worte gibt. Und das habe ich ja in meinem Bericht so dargestellt. Konstantin, merkst du nicht, dass es Wahnsinn ist, was du da redest? Bitte, bitte, dann rufen wir jetzt Karl Weniger an. Wenn ihr mir nicht glaubt, ruf ihn an. Er wird es dir bestätigen. Ich bin ein denkendes Wesen. Ich bin ein denkendes Wesen. Ich, Marga Feldmann, bin ein denkendes Wesen. Ich sagte es laut vor mich hin, während ich auf der Straße stand vor dem Haus, das ich soeben verlassen hatte, ohne meinen Freunden ein einziges Wort zu sagen. Ich bin ein denkendes Wesen. Ich darf doch nicht verzweifelt sein oder unglücklich, oder was ist mit mir? Ich kann doch nicht einfach hier stehen und weinen, bei dem Gedanken an meine Freunde, bei dem Gedanken daran, dass vielleicht schon in diesem Augenblick das Gesicht des Doktors oder das Gesicht Konstantins auf dem Bildschirm oben im Haus erscheint und eine Stimme meinen Freunden zuschreit: Es war falsch, wie ihr gelebt habt. Ihr seid allein, unvorstellbar allein. Ich rannte zum Parkhaus, holte mein Auto und jagte die Straße zurück, die ich zu Fuß gekommen war. Zurück zum kleinen Fjord, zurück zu der Hütte, dem einzigen Platz, an dem ich vielleicht, wenn ich Glück hatte, Konstantin oder den Doktor finden könnte, um sie zu bitten: Sagt es nicht, sagt es nicht, sagt es ihnen nicht. Das Telefongespräch mit Karl Weniger war beendet. Ich starrte auf den Hörer in meiner Hand und auf den leeren Bildschirm, als könnte ich Karls Stimme und Karls Gesicht noch einmal in den Raum zurückzwingen. Dieses müde, übernächtigte Gesicht, diese fremden, kalten Augen, die an der Kamera vorbeisahen, während er uns anlog. Diese seltsam fade, tonlose Stimme, mit der er einfach alles ableugnete. Es habe keinen Versuch gegeben. Er habe Jeanette Claude nicht getroffen, heute nicht und niemals vorher. Von einem Schaltgerät in seiner Hütte wisse er nichts. Der Chef zuckte die Achseln. Also dann, sagte er, dann rufen wir eben Marga an, deine zweite Zeugin. Er sagte es, während er schon zur Tür ging. Er kannte ja meinen Bericht, er wusste, dass mir der Nachname und die Adresse des jungen Mädchens unbekannt waren. Er wusste genau, dass ich nichts beweisen konnte. Schon von Weitem sah ich, dass das Auto des Doktors nicht mehr in der Senke stand. Ich weiß nicht, was ich noch erwartet hatte, aber ich war wie gelähmt vor Enttäuschung, als ich in die Hütte kam. Niemand war da. Der Apparat war verschwunden. Keine Spur deutete mehr hin auf das, was vor wenigen Stunden hier passiert war. Ich konnte nichts mehr tun. Ich setzte mich in mein Auto und starrte auf den kleinen Fernsehapparat. Bilder von Jeanette Claude, Szenen aus dem Leben von Jeanette Claude, Ausschnitte aus Reden von Jeanette Claude und immer wieder das Bild des abgestürzten Helikopters. Sonst nichts. Ich wartete bis zum Morgen, ich wartete bis zum Mittag. Dann war ich sicher, dass Konstantin und der Doktor sich genauso entschieden hatten wie ich. Ich konnte nicht nach Hause gehen in dieser Nacht. Ich stürzte mich auf jede neu eingehende Meldung in der Hoffnung,
dass das Mädchen Marga sich irgendjemandem anvertraut hatte. Aber es geschah nichts. Ich beschloss, am Nachmittag noch einmal nach Nordhafen zu fliegen, zu Karl Weniger und in die Hütte. Ich musste einfach eine Möglichkeit finden, den Kollegen zu beweisen, dass mein Bericht nicht erfunden war. Aber gegen Mittag kam der Chef und gab mir den Auftrag, den Text zu einem Filmbericht über den Bau eines neuen Flughafens zu schreiben. Eine Aufgabe für Anfänger. Ich wusste, dass er mich testen wollte. Ich begann zu schreiben. Das heißt, ich wollte schreiben. Aber die Worte umkreisten mich plötzlich, ich konnte sie nicht fassen, sie wuchsen zu Ungeheuern. Der Schweiß lief mir von der Stirn. Ich wollte etwas sagen, aber ich konnte nur noch die Lippen bewegen, die Stimme gehorchte nicht mehr. Ein Kollege drückte ein Notsignal. Als die beiden Krankenwärter hereinkamen, ging ich ihnen entgegen. Die Monate vergingen. Ich versuchte zu leben, wie ich vorher gelebt hatte. Ich arbeitete mit meinen Kollegen in der Fabrik, ich sprach mit meinen Freunden in der Wohngemeinschaft, ich besuchte Fortbildungskurse und Diskussionsabende, ich hörte Vorträge, ich war nicht eine Stunde allein, nicht eine Minute, aber nichts war mehr so wie vorher. Ich tat nichts, um den Aufenthalt im Sanatorium abzukürzen. Hier hatte ich meinen kleinen Raum, in dem ich allein sein durfte, den ganzen Tag, wenn ich wollte. Immer wieder versuchten die Ärzte zu ergründen, warum ich nicht mehr sprechen konnte. Aber nach jeder Behandlung sagten sie, es sei nichts dabei herausgekommen. Ich weiß nicht, ob das, was ich ihnen unter Hypnose erzählte, sie so entsetzte, dass sie es nicht wahrhaben wollten, oder ob mein Misstrauen gegen Worte so tief war, dass ich mich selbst unter Hypnose weigerte zu sprechen. Eines Abends, wir saßen gerade zusammen im Speisesaal, da klingelte das Postaufnahmegerät. Es war ein Brief für mich. Ein Brief von Malcolm. Er erwartete mich im kleinen Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes. Es war alles wie damals, an jenem 8. März, dem Todestag von Jeanette Claude. Ich ging in das leere, dunkle Verwaltungsgebäude der Fabrik. Ich wartete, bis die Schriftzeichen an der Wand aufleuchteten. Marga Feldmann. Marga Feldmann, fahren Sie sofort zum Heliokopter-Terminal, Außenbezirk B15. Es war alles wie damals. Im Kabinentaxi fuhr ich zum Terminal. Der Doktor stand am gleichen Platz wie damals. Die Krankenschwester fragte mich, ob ich bereit sei, noch Besuch zu empfangen. Ich nickte, stand auf und zog mich an. Dann wartete ich, bis die Tür aufging. Guten Abend, Konstantin. Guten Abend. Gib dir keine Mühe mit dem Sprechen, Konstantin. Ich weiß von deiner Krankheit. Ich weiß auch, dass es keine Krankheit ist. Du wirst wieder sprechen können. Genauso, wie ich mich inzwischen wieder erinnern kann. Nachdem ich damals einfach alles vergessen hatte. Ich habe deinen Chef nicht angelogen. Ich wusste einfach nichts mehr. Ich fuhr von der Hütte nach Hause und als ich aus dem Auto stieg, wusste ich nichts mehr. Sie wollten es nicht mehr wissen. Wo ist da der Unterschied? Aber dann, vor ein paar Wochen, da hatte ich plötzlich die Idee, man müsste einmal einen Apparat konstruieren, mit dem man die Gehirnstrahlen von Menschen bündelt und dann... Bitte hören Sie auf! Als ich mit der Arbeit anfing und die ersten Linien für einen Schaltplan zeichnete, da fiel mir alles wieder ein. Und es war mir klar, Konstantin, ich muss damals einen Fehler gemacht haben. Irgendeinen grundlegenden Fehler. Ich konnte es nur nicht mehr nachprüfen. Der Apparat war ja vernichtet, weg. Ich hatte ihn von der Klippe geworfen damals, nachdem er mich allein gelassen hatte. Aber ich muss einen Fehler gemacht haben. Das, was Jeanette Claude bei dem Versuch erlebt hat, das muss auf einem Fehler in der Schaltung beruhen. Wir müssen es noch einmal versuchen. Du, Marga und ich. Das neue Gerät steht schon in der Hütte. Genau wie damals. Aber diesmal wird das Ergebnis des Versuches anders sein. Bestimmt. Und wenn Sie keinen Fehler gemacht haben damals? Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ich will es nicht wissen. Und du, Konstantin, warum schüttelst du den Kopf? Wir können doch so nicht weiterleben. Mit der Erfahrung, die wir damals gemacht haben, kann man doch nicht leben in einer Gemeinschaft denkender Wesen. Und diese Gemeinschaft muss es geben. Sie muss möglich sein. So wie Jeanette Claude es gewollt hat. Helft mir doch. Bitte. Thank you.
Marga stand auf und sah mich an. Konstantin kam auf mich zu, er streckte die Hand aus und berührte meinen Arm. Ich berührte ihren Arm. Marga sagte nichts. Ich dachte, jetzt gehen wir einfach fort. Wir gingen zur Tür hinaus, Konstantin und ich. Wir gingen den langen Flur entlang bis zur Treppe. Wir sahen uns nicht mehr um. Vielleicht, dachte ich, vielleicht wird es uns eines Tages gelingen, so zu leben, als hätte es nie eine Jeanette Claude gegeben. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, brachten wir als Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1974 Abschied von Jeanette Claude von Eva Maria Mudrich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Jeanette Claude, Dagmar Altrichter, Marga Feldmann, Iris Erdmann, Konstantin Popov, Hermann Treusch, Karel Weniger, Rolf Becker, Chef Gerd Tellkamp, Dirk Ulrich von Dobschütz, weibliche Stimme Eleonore Weisgerber. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Andrea Mamitsch. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.